Als erstes am Wort ist Gerald Dorker, Sozialsprecher der NEOS. Machtversessen oder über Haufen aufgeregt hat, ich konnte das jetzt nicht auseinanderhalten. Wir diskutieren jetzt einen Antrag der Mehrheitsfraktionen, wieder mehrere Verbesserungen bei den Pensionen vorzunehmen. Und wir sind die einzige Fraktion, die den wenig populären Standpunkt einnimmt. Es ist nicht an der Zeit, bei den Pensionen Verbesserungen vorzunehmen. Warum nicht? In den letzten Jahren sind die Einkommen der Pensionisten stärker gestiegen als die Einkommen der Erwerbstätigen. Aber wir müssen natürlich immer auf die Balance achten. Es ist nicht ein guter Sozialpolitiker, der mehr Geld hinausbläst. Es ist ein guter Sozialpolitiker, der auf die Balance achtet zwischen den Leistungsbeziehern einerseits, die berechtigte Interessen haben, und den Beitragszahlern andererseits, die auch berechtigte Interessen haben. Und diese Regierung und der Herr Sozialminister sehen immer nur die Bezieherseite. Die Zahler, die jungen Generationen, die mit ihren Beiträgen und Steuern das alles schupfen und die in Zukunft noch für die Schulden zahlen werden, die hier aufgetürmt werden, die werden völlig außer Acht gelassen. Da ist diese Schräglage aufgekommen mit der abgestuften Erhöhung während des Jahres. Das haben ja diese Regierungsparteien selbst verbrochen, nicht? Diesen Anreiz, früher in Pension zu gehen. Und die sind so hilflos, was sollen wir tun, dass ihnen jetzt nichts anderes einfällt, als auf unmoralische Art noch mehr Geld aufs Problem zu werfen, das sie nicht haben. Also Fantasie und Moral befreit wird der Geld auf Schulden aufgenommen und zum Fenster hinausgeworfen. Und dann stellt man sich hin und sagt, das kostet 150 Millionen Euro. Ja, im ersten Jahr. Aber das nehmen ja diese Leute mit. Und das, was sie jetzt machen, hat zur Folge, dass man am 1. Dezember in Pension gehen kann und schon einen Monat später 10% Pensionserhöhung bekommen wird. Das kann doch nicht das Ergebnis sein. Wir haben ja nicht 10% Inflation in einem Monat. Das ist völlig absurd geworden alles. Kein Erwerbstätiger kriegt für einen Monat irgendwo 10% Erhöhung. Aber bei den Pensionisten machen wir das, weil sie sind die größte Wählergruppe, nicht? Es geht nur um ihre Stimme. Sie werden gekauft, aber das ist hier normal in diesem Land. Und es werden neue Stufen geschaffen. Es ist nicht richtig, einen Anreiz zu setzen, im Dezember in Pension zu gehen, weil man dann besser dran ist, als wenn man im Jänner in Pension gehen würde und diese 10%ige Erhöhung nicht bekommt. Und dann wird vorgeschoben, ja, wir müssen etwas tun für die armen Pensionisten, weil die haben kein Geld. Also solche gibt es natürlich. Es gibt Pensionisten, die sind in einer misslichen finanziellen Lage. Aber das Sozialwesen ist Ländersache und ist nicht Sache der Bundesregierung. Es gibt Wohnkostenzuschüsse, Heizkostenzuschüsse, alle möglichen Hilfszahlungen, für die auch der Bund den Ländern Geld überweist, die in Notlagen zukommen. Aber dass man deswegen allen Pensionisten eine 10%ige Erhöhung gibt, wenn sie am 1. Dezember in Pension gehen, nämlich den Großen auch, ja, das ist nicht der Fall. Und der Herr Minister hat gestern fantasiert von einer Koalition mit der Grünen, mit den Roten und den NEOS. Jetzt kann ich Ihnen sagen, diese Pensionspolitik, die Sie aufführen, alle paar Monate ein paar hundert Millionen hinauszubuttern für Pensionen, das können Sie machen, mit wem Sie wollen. Mit uns ganz sicher nicht, weil wir haben eine Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen, Sie offensichtlich nicht. Der Sozialsprecher der NEOS, Gerald Loacker. Die Einkommen der Pensionistinnen und Pensionisten sind in den letzten Jahren mehr gestiegen als die Einkommen der Erwerbstätigen. Die Stimmen der Pensionistinnen und Pensionisten würde man sich damit kaufen, kritisiert der Abgeordnete.